Ich habe mich für Fisch entschieden. Erinnert ihr euch an Fisch? Wahrscheinlich nicht. Aber dieses Pokémon, dazu gibt es eine Geschichte. Okay? Dieses Pokémon hat mich als Kind mindestens eine Stunde und einen Haufen Nerven gekostet. Weil ich das bis auf Level 31 trainiert habe. Ich finde das aus heutiger Sicht so absurd. Aber ich habe es damals. Ich weiß auch nicht. Ich wollte ins Postgame. Und ich musste aber den Sinnodex-Poll machen und mir haben Pokémon gefehlt. Und unter anderem hat mir Lumineon gefehlt. Das heißt, ich musste Finneon fangen, weil du kannst Lumineon nur mit einer Superangel fangen. Steht auch hier irgendwo. Hier steht ja irgendwo, wo man das findet. Zum Beispiel 205. Ich hatte ja 205 geguckt. 205 ist diese Route. Da bin ich jetzt quasi auf dem Weg hin. Aber wir können ja gucken, vielleicht liegt noch was anderes auf dem Weg. Zum Beispiel Route 218. Das ist. Oh Gott, das ist ja noch früher. Aber die Angel bekommt man erst jetzt. Also wir hätten so oder so zurückgemusst. 219. Hä, wo liegt das denn? Ach so, das ist ja sogar da. Aber da wollen wir auch noch nicht hin. Nee, kannst du vergessen. Eiseninsel, Feuerröte, Windkraftwerk oder 205. Von daher würde ich sagen. Machen wir gar nicht so viel rum. Ich bin schon auf dem halben Weg dorthin. Deshalb mitten ins Geschehen. Ich bin hier mitten im Geschehen. Na, finde ich es denn? Hier. Ich hätte natürlich, hätte ich das jetzt gewusst, hätte ich mich schon dahingestellt, aber irgendwie, ich hatte super viel zu tun. Ich war vorhin auch das erste Mal so richtig einkaufen. Also so für mich selber. Und dann habe ich geduscht und dann habe ich... Aber gut, dann habe ich bei Wifeweather gechillt. Also ich hätte die Zeit durchaus gehabt. Mir fiel aber eben gerade ein... Ah, verdammt. Eigentlich habe ich mich nach dem Geldgrind in der Boutique positioniert. Aber dann fiel mir auch... Ja, irgendwie wäre das sinnvoller gewesen, wenn ich mich hier hingestellt hätte. Der Vorteil ist halt, alle Trainer sind geklärt. Alle. Das finde ich wirklich super. Wir sind entsprechend zwar overleveled... Aber meine Güte. Das ist halt nun mal dieses Ding an den Remakes. Theoretisch hätten sich während des Off-Screen-Trainings einige Pokémon entwickelt. Ich habe das aber unterbunden und für den Stream aufgehoben. Also wir könnten quasi jetzt schon Magnezone haben, wenn es danach geht. Und bist du schon durch, Bahamut? Gott, dieses Fahrrad nervt. Beziehungsweise ich sollte es. Oh, ich habe Bären vergessen. Gut zu wissen. Generell, ich habe alle Bärenbäume abgepflanzt. Ich habe 1, 2 Haferbrei. Willkommen, Glurak. Ich habe alle Bärenbäume abgezogen. Alle Trainer besiegt. Ich habe auch den Kampfmaler benutzt und im ersten Moment kam er mir ziemlich kaputt vor. Also so beim ersten paar Mal einsetzen wollten die Trainer nicht. Das ist so gefühlt random. Du gehst irgendwo hin, nutzt den Kampfmaler, ob sich einer meldet, ist halt random. Und bei mir war halt am Anfang so, ja, keine Trainer sind nicht bereit. Okay, Silberstaub, das ist doch was für unsere liebe Mustache Girl. Hast du das Spiel schon durch, Glurak? Weil du beim letzten Mal schon Shiny Hunten gemacht hast. Und ich bin der Meinung, zum richtigen Shiny Hunten brauchst du einen Pokeradar. Nein, eben nicht. Das ist tatsächlich normales Pokémon, was wir hier gerade spielen. Ich bin gerade auf dem Weg, das 5. Pokémon fürs Team zu fangen. Ich gebe hier Item. So. Genau, den Silberstaub. Der macht unsere liebe Kreuzschere noch stärker. Und noch ein Item. Ih, mir fällt gerade was auf. TMs sind nicht mehr gelb. Warum habt ihr das getan? Und noch ein Average Pearl Enjoyer. Oh, willst du Kapseldeko? Hier bitte. Oh, sehr gut. Also wie gesagt, hast du das Spiel schon durchgespielt oder nicht? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich bin noch nie an diesen Büschen vorbeigegangen.
Ich dachte ehrlich gesagt immer, dass da nichts ist, dass da einfach nur, du schneidest dir den Busch weg und dann bist du direkt bei Ewi, genau, aber anscheinend war da noch was dazwischen. Wir sind am Ort des Geschehens. Hier links gibt es eine Pfütze mit Wasser und da müssen wir angeln. Und dann kriegen wir vielleicht Fisch. Aber nur vielleicht. Und was ich auch krass finde, ist, das Ei ist noch überhaupt nicht angeknackst. Also, ich bin ja wirklich viel hin und her gelaufen, aber das Ei ist noch so, ja, wird halt irgendwann schlüpfen, ne? Oh, man kann schon etwas hören. Ja gut, dann hatte ich es wahrscheinlich kurz vor Ende. Kann ich irgendwo ein Basis-Item registrieren, wenn ich bin da? Eine Profi-Angel, die bekommt man bei dem einen Typen. Oh, das war dumm. Sekunde. Registrieren. So. Und dann sollte das gehen. Ich habe nämlich auch gehört, dass das Angelprompt kaputt sein soll. In der Version 1.0. So, das hört nochmal. Ach ja, angeln in Pokémon. Ich weiß noch, in Rubin und Saphir war das übel schwer. Du musstest immer wieder A drücken. Und Feuer und Blattgrün war einfach so, du schmeißt rein und dann ist random, ob du was bekommst. Okay, das Prompt ist nicht kaputt. Mal gucken, was lieber Fisch ist. Ich habe schon zwei Accounts, bin fertig mit dem anderen Schein gelandet, ey. Ah, okay, du hast also zwei Profile. Stimmt, das ist so das eine coole Sache an Switch-Pokémon-Games. Du kannst technischerweise zwei Profile haben. Aber ich bin mir sicher, dass du Nintendo Switch Online haben musst, um auf Pokémon Home oder sowas zuzugreifen. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass sie den Cent noch aus der Tasche ziehen. Beziehungsweise, nein, warte, das ist ja scheißegal, ob du Nintendo Online hast. Aber du brauchst in jedem Fall einen Pokémon-Account. Also ein Bank. Eine Lizenz, sagen wir eine Lizenz. Komm schon. Ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind, aber komm schon. Kein Problem, bis gleich. Das hast du beim letzten Mal auch gesagt. Und dann warst du weg. Aber du tust, was du tust. So, jetzt gib mir schon Fisch. Jo! Den suchen wir. Und das wird ein grausames Spiel, den jetzt wieder hochzuziehen. Oh, Level 15, ne? Aber immerhin haben wir die Donnerwelle. Das heißt, ich werde ihn nicht angreifen können, weil das würde ihn zu 90% umbringen. Mein komplettes Team ist 15 Level drüber. Ich finde das viel... Es gibt ja so einen Haufen Pokémon, denen 3D schadet. Sagen wir es mal so. Und ich glaube, Finneon ist eins davon. Widerstandslos ergeben. Finde ich gut. Ja, okay, hier auf dem Screen geht's, aber am Abendlicht sah das ja richtig scheiße aus. Und dieses seltsame Pokémon, das sich kein Mensch erinnert, werden wir jetzt benutzen. Und ich werde es... Ja, okay, es ist männlich. Dann heißt es natürlich Phineas. Was werden wir heute tun? Lass Phineas, was werden wir heute tun? Das wäre es dann soweit von dieser Front, deshalb sehen wir... Deshalb werde ich jetzt noch Schleife zurücklaufen. Ich kann das jetzt schlecht wegschneiden. Vielleicht schneide ich es für den Stream weg oder für die Aufzeichnung, aber so... Das kann ich jetzt leider nicht überspringen, es tut mir sehr leid. Überhaupt... Oh! Nee, jetzt kann ich es spätestens nicht mehr wegschneiden. Die Magie der Natur!
Ferbus? Ich weiß, was wir heute tun werden. Ja, genau, Phoebus und Ferbus. Phineas und Phoebus. Oder Phineas und Phoebus. Kann das... Oh Gott, das muss irgendjemand machen. Ich muss das wahrscheinlich nach dem Stream machen, wenn ich mich noch dran erinnere. Nee, und Herr Pini kommt auch nicht ins Team. Aber ich finde es interessant, Lumineon ist ja ein hübsches Pokémon, muss man dazu sagen. Aber das sind, es gibt immer diese Pokémon, die keiner, die so unspektakulär sind, dass sich keiner an sie erinnert. Ah, okay, das gibt's schon irgendwo. Kannst du mir raussuchen. Warum ich mich jetzt heile, weiß ich auch nicht. Ist wahrscheinlich die Standardprozedur. Genau, ich habe das nur mitgenommen, damit es schlüpft. Ich war übrigens nochmal offscreen in den Alfruin. Hab ein Inkognito gefangen. Ja, und dann habe ich Sticker von dem einen Jungen bekommen. Es sind allerdings keine Buchstabensticker. Bin ich überhaupt richtig? Ah ne, bin ich nicht. Okay. Gott, ich mag die Sinnoh-Region nicht, die ist so verwirrend. Und ständig fährst du durch diesen beknackten Berg. Ich gebe zu, die Remakes machen es schon besser, vor allem wegen der VMs, aber... Boy. Ah, der Untergrund bewegt sich mit uns, das ist gruselig. Ist da immer so lang, ist da immer so eine awkward Pause zwischen dem Anhalten und dass das Pokémon erscheint? Oder wird das mit dem Day One Patch behoben? Warte jetzt halt, du stehst eine Sekunde awkward rum und dann merkst du, ach ja richtig, Encounter. Oder vielleicht auch nur eine halbe Sekunde, oder ja. Schutz könnte man auch mal kaufen, aber unser ganzes Geld geht gleich für mein Lederjacken-Outfit drauf. Ich habe nämlich gespart. Ist noch drin, Alter. Was für eine Qual. Wir haben heute auch tatsächlich gar nicht so viel Zeit. Weil... Nachher wird ja noch Mario Party gespielt. Nein, ich werde dich nicht berühren. Verschwinde. Und wir müssen noch eine Ballkapsel machen für Phineas. Irgendwas mit Elektrizität und so. Sorry für den ernsten Blick, ich habe ein winziges bisschen Kopfschmerzen. Ich trinke, aber irgendwie scheint das Wetter heute auf meine Birne zu drücken. Das hat meine Mutter auch schon immer gehabt. Übrigens, von dem Typen da unten kriegt man die Profi-Angel. Einfach ansprechen, dann fragt er dich, ob du angeln magst und kriegt man die Profi-Angel. Ich habe auch den Turm der Runen gemacht und dann fiel mir auf, oh stimmt, hier kriegt man Stärke. Also wir haben jetzt Stärke. Auch wenn ich es quasi nicht mitbekommen habe. Einfach den Turm erklimmen. Ich bin sowieso nicht... Das ist auch kein Let's Play irgendwie. Das ist einfach nur, hey, ich will meine Erfahrung mit dem Spiel zeigen. In den Key Moments. Aber nicht jeden langweiligen Trainer zeigen. Warum halte ich mich schon wieder? Es ist die Macht der Gewohnheit. So, letzter Zwischenhalt.
Das ist nicht das Fahrrad. Es kommt noch von Oras, ich weiß das, wegen der Äonenflöte. Ich habe das Gefühl, sie haben es leichter gemacht, da hochzukommen. Weil in den Originalspielen musstest du noch richtig Anlauf nehmen dafür. Und heute musst du einfach nur so, okay, ich drehe mich jetzt um und dann habe ich Vollgeschwindigkeit. Okay, jetzt sind wir da. Und dann ab zur Modewelt Metronom und dann können wir tatsächlich schon die Arena angehen. Die Frage ist, wen spielen wir in der Arena aus? Wir haben ja gar kein Psycho-Pokémon. Jetzt nochmal die Musik appreciaten. Hä, was? Ja, genau, das. Oh mein Gott, und die Frisur, ich liebe es. Nein, nicht das, das langweilig. Oh mein Gott, das Lila und die Haare, ich liebe alles daran. Ich bin überhaupt nicht into Leder, aber oh mein Gott, ich liebe alles daran, außer die Jacke. Das sieht so stylisch aus und das kaufen wir uns jetzt. Ich habe extra gespart. Jetzt sind wir pleite. Warte, nein, ich will mich umziehen. Ich will mich umziehen. Sehr gut. Oh mein Gott, der kleine Spider! Also es ist ja kein Spider, das ist ein 3D-Modell, aber oh mein Gott, wie cute! Also eigentlich sieht das schon ein bisschen kacke auf der Oberwelt, aber na gut. Also mal schauen. Oha. Sag mir jetzt nicht, dass man hier Fliegen bekommt. Hey Irina, kämpfst du dich wieder durch die verschiedenen Pokémon-Arenen? Du bist echt von Mal zu Mal stärker, oder? Kommt mir das nur so vor. Was ich mache, ich habe mir dieses Clubhouse angesehen und ich meine, ich arbeite natürlich auch an meinem Pokédex, aber wie dem auch sei, halt die Ohren steif, man sieht dich später. Okay, man bekommt Fliegen noch nicht. Ich weiß nur, dass man irgendwie nach der Arena Fliegen bekommt, deshalb hatte ich auch überlegt, zuerst die Arena zu machen, aber dann würde Phineas keine Erfahrung bekommen. Deshalb habe ich Phineas zuerst gefangen. Weil schau dir die Gelb an, ich habe einfach 15 Level aufzuholen. Klar, Phineas bekommt mehr Erfahrungspunkte als die anderen, weil wegen unterlevelt. Dawn hat's gut. Sie hat Outfits, die dämliche Mütze entfernt. Ach so, bei Lucius ist das nicht so, oder wie? Also mal schauen, wen hätten wir denn? Also ich würde mal sagen, Marathon ist absolut falsch. Wegen Stahltyp wird zerboxt. Dann hätten wir natürlich, technisch gesehen, wir hätten halt für neutralen Schaden Pilou. Ich denke mal, Bonsai wird einen soliden Job machen und eventuell auch Mastisch Girl. Halt nichts sehr Effektives. Wir werden sehen. Das wird wahrscheinlich eine Staffelrunde. Ich würde allerdings mit Pilou eröffnen. Das wird keine einfache Arena. Ich habe ja nicht mal einen Psycho-Attacke oder Flug oder irgendwas. Ich habe nichts. Das wird ein richtiger Kampf, aber wahrscheinlich wird es uns eh komplett Latte sein, weil wir komplett überlevelt sind. Von daher. Ah, okay. Du bist also in die Mütze gefangen. It's good to be a girl. Feels nice. Der Geruch des gegnerischen Pokémons. Ja, keine Ahnung, mach halt Fußtritt. Das wird schon irgendwie Step sein. Es ist neutral. Oh Gott, das macht weniger Schaden, als ich mir auch hatte. Also, wie war euer Tag so? Ich bin jetzt schon zwei Tage in meiner eigenen Wohnung. Ich habe den letzten Stream angehört. Der Sound war unter aller Sau. Deshalb habe ich nochmal am Mikrofon rumgeregelt. Bin jetzt ein bisschen lauter. Ein bisschen besser zu verstehen, hoffentlich.
Vielleicht bin ich auch zu laut, kann auch sein. Oder spielst du zu leise? Das ist ja auch immer so eine Sache. Vielleicht war ich allgemein auch einfach leiser eingestellt als andere. Ah, okay, die Muschelblöcke hilft. Wenn wir wenigstens Toxin oder sowas hätten, immerhin, wir kriegen jetzt mit Metatron Level up. Lichtkanone, let's go! Oh mein Gott, nichts gegen Gyroball. Ich habe mir letztens durchgelesen, dass Gyroball das Gegenteil von Elektroball ist. Also sprich, wenn du langsam bist, aber Lichtkanone. Lichtkanone ist grundsolide, vor allem beim Spezialangriff. Also weg mit Gyroball. Und her mit Lichtkanone. Damit haben wir ein typisches Magnetzone Moveset, I guess, außer Elektromagnetismus. Geht gut, haben wir Nexomon Extinction geholt und angefangen. Oho! Nexomon Extinction sieht super hübsch aus. Oh Gott, warum bleibe ich drin? Der kann mich schon anzacken. Bin ich eigentlich vollkommen bescheuert? Da kommt einmal Ravierblatt, dann Watt wächst bis du. Oder einfach ein Kraftklatscher. Eventuell ein Megasauger. Aber ich finde, so wie Nexomon aussieht, so wie Nexomon Extinction aussieht, so möchte ich, dass Pokémon aussieht. Es ist quasi Gen 5 in HD. Gibst du mir da recht? Am besten einfach mit diesen wabernden Kensugimogi Artworks, die auch Logstin so immer benutzt. So möchte ich, dass Pokémon aussieht. Jetzt mach doch was. Oha, der Humorsmeter. Ich habe nur den Anfang gesehen. Kannst du. Machen sie Memes oder was? Unterbrechen sie die vierte Wand? Erzähl mal. Okay, jetzt entwickelt sich Metatron aber wirklich. Hat sich sogar noch gelohnt zu warten. Vielleicht kriegen wir auch eine Bodenattacke. Oh, stimmt, Triplette fehlt noch. Voltwechsel. Voltwechsel weg für Triplette, oder? Ich meine, Triplette ist so ein. Ist halt so eine Standard, aber es ist halt nicht mal Step. Es ist halt so eine typische Attacke. Aber ehrlich gesagt, ich bin nicht so für Triplette, auch wenn Eis und so. Keine Triplette. Sie sind mitunter ein bisschen aware, der Begleiter des Protagonisten. Gibt mitunter Kommentare, die. Oh ja, das ist immer gut. Das ist großartig. Alter, der hat gerade getortet, hast du es gesehen? Er hat so gemacht, ja? Come on. Mit dem Finger. Ich gebe dir den Finger, den Filou-Finger. Aha. Aha, Girl. Nicht in diesem Haus. Oh Gott, das war sehr effektiv. Ich glaube, der Filou-Finger hat ihm nicht gefallen. Hm.
Immerhin macht es kaum Schaden. Ich brauche halt irgendwie noch einen Psychotypen als sechstes. Oder eventuell doch noch Konfusion auf Mastisch Girl oder sowas. Außerdem, oh mein Gott, Egesam. Egesam stark. Egesam stark. Silblatt ist physisch, Megasauger speziell. Mein Angriff, mein Spezialangriff. Okay, dann Megasauger weg. Ich wollte eigentlich auf Megasauger bauen. Aber Egesam ist auch. Okay, es ist halt nur nicht so schnell. Eventuell zieht Phineas ja nach. Ich meine, 25 sollte ja drin sein. Ich frage mich, wie lange dieses Spiel noch gehen soll. Ich meine, 3 Tage die Woche. Metroid ist auch noch irgendwie. Aber wir fehlen eine Menge dran zu knabbern. Ich darf irgendwie nicht jedes neue Spiel mitnehmen. Aber irgendwann wird wieder eine Zeit kommen, wo irgendwie nichts Neues kommt. Ich werde auf jeden Fall beim Endgegner, wollte ich jetzt sagen, ich werde auf jeden Fall beim Arena-Leiter Egesam benutzen. Das wird sich lohnen. Windstoß, das klingt... Windstoß! Ich meine, ich glaube, es ist kein Flug-Pokémon, aber Windstoß, hallo? Wir sind in der Kampfarena. Blöd nur, dass ich meine Sonderbonbons verkauft habe für Geld. Sonst hätten wir ihnen ein bisschen Boost geben können von dem Arena-Leiter. Ach ja, und Entwicklung. Wahrscheinlich lernt er jetzt auch gleich Erdbeben oder sowas. Von daher. Bringt uns aber auch relativ wenig. Aber trotzdem. Shellterra sieht cool aus. Bonsai! Großes Bonsai! Gibt zwar keinen Step, ist aber dennoch nur... Es ist kein Step? Ach ja, wegen Flügel, ja genau. Erdbeben, let's go! Okay, bis weg. Und weg damit. Und schon haben wir unser finales Moveset. Höchstwahrscheinlich. Egesam, dann ein paar Mal auf Wachstum. Ja, genau, pass auf. Wir machen Egesam, dann gehen wir auf Wachstum. Und dann, also bestimmt so 3-4 Mal auf Wachstum. Und dann flexen wir alles weg, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Okay? Das klingt nach einer Strategie, die in Schwert und Schild funktioniert hat. Irgendwie wollte ich gerade noch erzählen von meinem Tag heute. Oder von meinem Einkauf. Oder irgendwas. Ich wollte sagen, ich habe mal wieder Sonic CD gespielt. Und ich bekomme Lust, Sonic CD im Stream zu spielen. Problem ist nur, ich müsste es entweder halt... Ich habe Probleme damit, das auf die Xbox zu laden. Weil du kannst irgendwie Xbox 360 Spiele, also digitale...
im One Store nicht mit Guthaben bezahlen, sondern nur mit einer Kreditkarte. Und es gäbe noch die PC-Version, aber dafür wollte ich Steam. Ich habe halt die Version von der Sonic Gems Collection, aber die hätte dann schlechte Qualität. Und sie hätte den amerikanischen Soundtrack, den ich... Ich habe ihn tatsächlich angehört, muss man dazu sagen. Er ist für das, was er ist, in Ordnung. Für das, was er ist, also sprich effektiv Hintergrundmusik, dafür ist der amerikanische Soundtrack in Ordnung. Er ist halt einfach nur nicht so ein Banger wie der japanische. Und es gibt halt immer diesen Clash, wenn du in die Vergangenheit reist, dass dann plötzlich der japanische Soundtrack läuft. Aber da gibt es ja auch, das habe ich schon mal erwähnt, es gibt so Fan-Made Past-Versionen des amerikanischen Soundtracks, die auch super cool sind. Also kann ich sehr empfehlen. Aber was mir auch aufgefallen ist, als ich letztens Sonic CD gespielt habe, halt, ich habe die Christian Whitehead-Version auf dem Handy gespielt. Spielt sich eigentlich ganz okay. Also dafür, dass es halt so ein komisches Handyspiel ist, spielt es sich ganz okay. Aber auf jeden Fall, ich habe es geschafft, eine Good Future zu machen in Collision Chaos. Ich habe es geschafft, eine Good Future zu machen in Stardust Speedway. Ich hatte in jeder Zone mindestens einmal Good Future. Das war richtig krass. Irgendwann kriege ich das vielleicht tatsächlich hin, dass ich überall eine Good Future mache. Weil das ist das, was mich an Sonic CD fasziniert. Du hast nicht nur das Ziel, von A nach B zu laufen, sondern du läufst quasi, das ist halt das Blöde, wenn du den Weg kennst. Also es ist gleichzeitig geil und scheiße. Wenn du den Weg kennst, dann hast du halt, wenn du den Weg nicht kennst, läufst du halt von A nach B, hast ein relativ einfaches Sonic-Spiel, bis auf vielleicht die letzten Level. Also, sagen wir so, Metallic Madness Act 2 und 3 haben schon ein paar eklige Stellen, vor allem 3. 3 hat den einzigen Todesabgrund im gesamten Sonic CD. Mir sind auch fast die Augen rausgefallen, als ich da gestorben bin. Weil ich eigentlich der Meinung war, es gibt keine Abgründe in Sonic CD, aber doch, es gibt einen in Metallic Madness Act 3. Und deshalb, jedes der Spiele wird quasi zu so einem: Yo, du gehst erst hier hin, dann suchst du dir ein Schild, dann musst du gucken, wo mache ich jetzt meine Zeitreise. Ich habe ein paar neue Techniken entwickelt, um Zeitreisen zu machen, okay? Da möchte ich auch eine Menge, ich möchte euch eine Menge Zeug zeigen. Zum Beispiel, wie man in der J-Form Zeitreist oder wie man in der, wie man auf einer Spring-Zeit reist. Oder es gibt tatsächlich gute Stellen, wo man das machen kann. Oder wie man in so einer Halfpipe-Zeitreise macht. Ich habe das Gefühl, man kann sich da schön verbeißen in dem Spiel. Das Spiel hat seine Kniffe. Und es ist wie Mario Sunshine für mich. Es ist dieses komische Spiel. Und wenn du erstmal richtig gut daran bist, dann macht es noch viel mehr Spaß. Von daher, darauf freue ich mich. Und so, dumme Frage, entwickelt sich Filou auf Level 32 oder auf Level 36? Oder auf Level 35? Da würde ich auch selber nachschauen. Warte mal, Topsy Quack. Es ist Level 37, okay. Level 37 dauert noch eine Weile. Thank you.
Ja gut, was machen wir jetzt? Einfach wechseln. Vielleicht bringt ja Erdbeben mehr gegen die. Weil Erdbeben ist halt auch physisch, das ist halt alles physisch. Die sind natürlich auch physische Verteidigung gebaut, die Gegner. Oh, vielleicht trifft er sich selbst. Das wär's. Na los, Erdbeben! Oh yeah, weggedingst. Das war effektiv. Eventuell kann Finian was im letzten Kampf reißen. So eine letzte Heilung und dann noch das Rätsel lösen. Ich bin sogar der Meinung, das Rätsel von der Edition war ein bisschen schwieriger als das von Platin. Ich weiß, in Platin hattest du so Sandsäcke. Generell, ich habe Platin nur einmal durchgespielt. Ich weiß, Leute schwören darauf, aber ich habe das Spiel tatsächlich erst letztes Jahr gespielt. Es war ein gutes Spiel, muss man dazu sagen. Wirklich, wirklich gutes Spiel. Aber ich hatte halt so keinen Bock auf die Sinnoh-Region damals, als ich das bekommen habe. Und außerdem waren da ein Haufen gecheateter Items drauf, die ich nicht löschen wollte. Ich bin auch nur ein Mensch, okay? Ich meine Frosch. Quack. Ich kann Meisterbällen nicht widerstehen, auch wenn ich sie so gut wie mir einsetze. So, das Ding hat... Ah doch, warte, so. Ich überlege gerade, ob das im Originalspiel auch so war. Oh, danke. Ich weiß nicht, wofür das war, aber oh, wie süß von dir. Okay, ich nehme es zurück, das Platin-Rätsel war so viel schwieriger. Aber vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich das kenne. Als Kind hat mich das voll irritiert. Ach, sag jetzt bloß, dass ich... Warte, nee. Ach, verdammt. Genau, jetzt wieder rein, wieder raus, wieder rein. Dafür, dass du deine Items behalten hast. Achso, die Items. Ah, oh, ich verstehe. Ja, jetzt sind... Ich habe mir ein paar gesichert und jetzt sind die meisten davon weg. Was soll man denn machen? Im wahrsten Sinne des Wortes hat mich Tom, also der Typ, nachdem ich meinen Rivalen benannt habe, so ein bisschen dazu genötigt, Platin zu spielen. Ich sehe ja ein, das Spiel ist gut, aber... Meisterbälle. Vor allem, worauf ich mich aber auch wieder freue, ist... ja gut, jetzt hatte ich aber schon vor kurzem Soul Silver wieder gespielt. Hardgold habe ich jetzt auch. Das heißt, wenn ich darauf mal wieder Lust habe... Hardgold ist am Start, eventuell Capture Card, aber Pokémon Abenteuer dauern halt nur mal so unglaublich lange. So, ich hoffe, ich habe mich geheilt. Wie cool, dass das Taschen-Icon updatet sich. Wieso Jigglong? Einfach nur, weil es lustig ist? Jigglong? Da muss ich an Jiggy denken. Oh, hallo, schön, dich kennenzulernen. Ich bin die Arenaleiterin Helga. Ich weiß nicht genau, was Stärke ausmacht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich es zur Arenaleiterin geschafft habe. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und die Rolle gut ausfüllen. So gut wie ich kann. Da kann kommen, wer will. Boah, ein deutsches Schwert. Okay, Meditier sollte nicht so viel anstellen können. Wenn ich meinen Rivalen in Pokémon benenne, gebe ich ihm einen richtig dummen Namen. Ja, ich hatte auch mal diesen Moment. Ich habe
Ich habe meinen Rivalen irgendeinen dummen Namen gegeben, habe das Spiel dann beiseite gepackt und irgendwann habe ich es dann wieder ausgepackt, weitergespielt und dann musste ich mich wegschmeißen vor Lachen, als dann plötzlich dieses dumme Wort auf dem Bildschirm stand. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Aber das kam so aus dem Nichts, dass ich sehr hart lachen musste. So, und jetzt spammen wir Wachstum. Das ist meine Go-To-Taktik, okay? Irgendeine Status-Condition, die ein bisschen Schaden macht. Und dann... Nein, der kann Upgrade-Team! Das kann doch nicht sein. Das ist mir mit Frumpets und Let's Go Eevee passiert. Ah, oh, das nervt. Den machen immer wieder hin und her. Aber die Sache ist, ich kann mich immer weiter boosten. Und im Notfall kann ich auch eine Milch reinschmeißen. Von daher, 6-mal boosten, Erdbeben, 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 hau sie weg. Das wird super. Solange nicht irgendwas Unerwartetes kommt, irgendwie Feuerschlag oder sowas. Irgendwie Ekelsam fühlt sich immer an, als hätte ich eine unendliche Zauberkarte ins Spiel gebracht. Direkt zu Anfang des Matches. Hast du noch mehr lustige Beispiele an dummen Namen? Ich hoffe, sie macht keinen Volltreffer, das wäre richtig scheiße. Ach, jetzt packst du den Lichtschild aus, ja? Momentan leider nicht, okay. Passt jetzt halt irgendwann, wenn dir was einfällt, schreib einfach. So, wir sind jetzt, glaube ich, bei der 5. Steigerung. Ich meine, ab dem Punkt haben wir gewonnen. Ich liebe es einfach nur maßlos zu übertreiben. So, 6. Wachstumssteigerung. Überhaupt, man sieht das gar nicht mehr. In Generation 7 hat man das ja gesehen. Da konnte man ja das Field prüfen. Schade, dass das Feature entfernt wurde. So, jetzt bin ich 6-fach geboostet. Und ich möchte wirklich, 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 wirklich nicht sterben. Deshalb schmeißt du Milch rein. Bisschen Vitamin D. Und dann sag gute Nacht, kleines Äffchen. Hä? Was war das? Nein, das hat sie nicht gemacht! Warum jetzt? Oh, das regt mich gerade so auf. Es wird nicht viel machen. Wir sind ab diesem kleinen Punkt unaufhaltsam. Aber genau das! Die Methode ist das gleiche, wie ich in Game Grumps im ganzen Zelda Games genutzt haben. Ich gebe einen Buchstaben. Ich gebe einen Buchstaben und baue darauf auf. Ah, okay, ja, okay, jetzt sehe ich, was du meinst. Ich dachte schon, die Game Grumps haben Pokémon gespielt. Jetzt trifft bitte. Ich mein's ernst. Das einmal Blitz jetzt gemacht hat, das Erdbeben nicht trifft. Zweimal trifft es nicht. Pokémon, fick dich. Ich weiß genau, dass du im Hintergrund schummelst. Wenn jetzt ein drittes Mal nicht trifft, okay, habe ich X-Genauigkeit oder sowas? Es ging jetzt dreimal
Erdbeben daneben. Gegen einmal Blitz. Die Genauigkeit steigt stark. Du bist so tot. Selbst wenn sie mich jetzt noch einmal blitzt, habe ich immer noch eine Erhöhung mehr. Wenn es nicht 100% ist, ist es 100%. Ja, genau, dann ist es. Nein, wenn es nicht 100% ist, ist es 50%. Das hat der eine Dude gesagt. Okay, sie versucht es gar nicht erst. Aber ich weiß nicht, wer es gesagt hat, eventuell Birdkeeper Tobi. Aber ja, ich kenne das Zitat. So, jetzt zum vierten Mal Erdbeben, töte! Danke. Ach, das war mein JD Phoebe. Ich hab mich vertippt. Also. Ah, du wolltest. Ja, stimmt, jetzt nicht die 5 auch. In welchem Video war das eigentlich von meinem JTV? Ich habe so viel Pokémon-Videos konsumiert. Erdbeben! Gott, wenn die Technik dann funktioniert. Komm, wie das mit Maschbock umfällt. Jetzt kommt Lucario. Da ist sogar noch halb sehr effektiv. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Pass auf, vielleicht kommt Chelterra. Kam jetzt so langsam hin. Und dann macht er so mit Schnitz mit dem Finger. Und dann fliegt das Lucario gegen die Wand. Wie bei Dragon Ball. Bonk. Der sagt ja öfter immer, wenn etwas verfehlt, dann. Ja, genau. Hast du gesehen, jedes Pokémon ein One-Hit? Ich liebe es. Okay, du hast gewonnen. Gegen den sechsfach geboosteten Shellterra komme ich nicht an. Ist schon eine Weile her, dass mir jemand mit im Pokémon-Kampf das Wasser reichen konnte. Das war sehr lehrreich. Jedenfalls hast du dir damit den Orden rechtlich verdient. Hier hast du ihn. Katsching! Der Bergorden. Der Berg ruft. Ich sollte wohl besser auch erklären, was dieser Orden bewirkt. Mit dem offiziellen Orden der Pokémon-Liga kannst du über deinen Poketsch die vor einer Attacke Fliegen einsetzen. Oh, das ist auch für dich. Yay! Stickers! Und TM60. Aber Leute, wäre tatsächlich was für... Müssen wir gucken, ob das stärker ist als... Erstmal speichern. Wir müssen mal gucken, ob das stärker ist als... Wie heißt denn die Attacke? Fußkick. Meine Fußkick haben wir zwar auch per TM erlernt, aber... Warum nicht, wenn es stärker ist, wenn es auch noch heilt? TM96, Stärke. TM82, TM60. Ja, 75. Versuchen wir es. Ja, okay, dann halt nicht. Also Ableitief hat 10, 75 Stärke, 65. Ja, nee, erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht. Vielleicht später irgendwie vor der Liga oder so. Hast du schon bemerkt, dass ich deinen Rucksack... Ja, das habe ich bemerkt.
Hey Irina, könntest du mir helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Du wirst mir doch helfen, ihn wiederzuholen, oder? Ich bitte dich. Wir haben uns bei der Lagerhalle, okay. Wie ist das eigentlich passiert? Ich meine, er hat ihn fallen lassen, ist dann weitergegangen. Er hat dann gemerkt, oh, mein Pokédex. Ah, verdammt, und dann haben sie ihn aufgehoben. Und das Lustige ist, mir ist ja was aufgefallen. Im Anime zählt der Pokédex ja auch als, da ist ja deine ID-Nummer drin tatsächlich. Da ist dein Ausweis drin. Zumindest im Anime. Und soll heißen, er hat jetzt effektiv sein Perso verloren. Und er kann jetzt nichts mehr machen. Er muss jetzt einen neuen beantragen. Und du weißt, wie lange das dauert. Er muss einfach einen neuen Pokédex beantragen. Auf jeden Fall, der Pokédex hat mich immer auf die Idee gebracht, irgendwann in der Zukunft kriegen wir irgendwann mit der Geburt, kriegen wir halt so ein Device, kann so eine Art Smartphone sein, was per Hautsensor halt nur mit uns funktioniert und dieses Telefon ist dann alles. Bezahlen. Es ist ein bisschen dystopisch, es ist auch ein bisschen creepy, weil wegen Aushorchen von der Regierung und so, aber es wird kommen. Vielleicht kriegen wir das nicht mit, aber es wird definitiv kommen. Hey, könntest du mir helfen? Ich habe aus Versehen, das hast du eben schon gesagt. Hast du sein Pokémon? Zusammen kämpfen wir. Oh, verdammt, ich hätte Finny nach vorne machen können. Und vielleicht hat er ein Loch in der Hose, ja. Der digitale Perso, das wäre irgendwie geil. Ja, es wäre definitiv geil, aber ich verstehe auch, dass Leute Angst haben, irgendwie ausspioniert zu werden und Social Credit und sowas wie in China. Aber stell dir einfach vor, du hast alle Dokumente digital in diesem Ding gespeichert. Es ist ja, kennst du zufällig, wir haben doch mal Idiocracy geschaut, wo die so einen Strichcode tätowiert bekommen. Halt, ich meine, Leute wollen nicht gechippt werden, aber praktisch wäre, weil den Chip in dir drin kannst du schlecht kaputt machen. So, ich wechsle auf Phineas. Oder wie stark sind die? Schon ganz gut. Ach, wir probieren es einfach. Phineas, komm raus. Ach, nett. Oh, sehr effektiv. Windschnitt. Oh, ich kann auch Windschnitt, oder? Oder was? Ja doch, Windstoß, Windschnitt, irgendwas in der Art kann ich. Ah nee, Windstoß. Ja, okay, es geht nur gegen einen. Dann macht Kudos weg. Was? Oh mein Gott, wieso bin ich tot? Kann doch nicht wahr sein. Jetzt kriegen wir nicht mal mehr EP. Meine Fresse. Wozu dann noch weiterkämpfen? Die werden so gegrillt, ich sag's dir. Das ist so eine Sache, die Menschen wollen keine Mikrochips in sich haben, aber ein Haustier ist das in Ordnung. Ja, das gute alte Spiel zwischen Mensch gegen Tier. Kleiner Fun Fact. Ich glaube, die Pokémon, die dein Partnertrainer im Pokédex benutzt, die werden nicht in deinen Pokédex eingespeist. Also das Plimpchen, was er jetzt eingesetzt hat, wird nicht in meinem Pokédex registriert. Auch nicht als gesehen. Bin ich der Meinung, dass es im Original so war? Tatsächlich könnte ich dir jetzt noch was anderes über Haustiere erzählen. Und zwar gelten Haustiere vom Gesetz her als Besitz und nicht als Person.
Das heißt, wenn du... Ich weiß, kontrovers, wenn du jetzt von jemandem das Haustier umbringst, dann ist das kein Mord, sondern eine Sachbeschädigung. Zumindest vor dem Gesetz. Ich sag's immer wieder, wie es ist, die Leute, die damit aufwachsen, dass die meinetwegen gechippt sind, dass sie zwar wie Gläsern sind, die wirklich damit aufwachsen und jetzt nicht von ihren Eltern oder so eingebläut werden, ja, zu unserer Zeit war das noch kontrovers, die stört das nicht. Die werden sich daran gewöhnen, so ist Gift-Tief besser als Gift-Shock. Ich meine, technischerweise schon. Ist stärker. Und der physische und spezielle Angriff von Bilou ist fast gleich, von daher. Oh, wir waren beim Ikea und ich habe so ein niedliches Husky-Plüschtier gesehen, das glaubst du nicht. Das war so süß. Also, boah, ich musste mich zurückhalten, das nicht zu kaufen. Von Kindern besiegt, das kann doch nicht wahr sein. Na, ich hätte mich zurückgehalten sollen und im Lager bleiben. Ja, echt jetzt, das war super cute. Ich möchte jetzt ungern wiederholen, was ich mir damals gedacht habe, aber... Ich sag mal so, it's very furry. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Wir sollten uns im Hauptquartier neue besorgen. Ein dämlicher Pokédex interessiert doch eh niemanden. Team Galactic wird schon bald alle Pokémon der Welt besitzen. Nein, das ganze Universum wird uns gehören. Na, nimm ihn. Du hast so deinen nutzlosen Pokédex zurück. Hier. Wohl eher Podex. Idiot. Was war denn hier los? Warum laufen die Typen von Galactic durch die Straßen und benehmen sich, als würde ihnen alles gehören? Vielen Dank. Ganz ehrlich. Wenn Professor Eibedam jemals herausfinden sollte, dass mein Pokédex verloren hätte, ich mag gar nicht dran denken. Was hast du jetzt vor? Ich überlege, nach Weideburg zu gehen. In dem Großmoor dort leben nämlich viele verschiedene Arten von Pokémon. Ich gehe erstmal in die Lagerhalle und klaue den paar am Fliegen. Wobei, das ergibt keinen Sinn. Wieso sollte ich hier vor einem Fliegen finden? Weil hier liegt eigentlich vor einem Fliegen. Genau. Aber wer bringt mir jetzt Fliegen bei? Alles klar. Gut zu wissen. Hey, du Dödel. Hey, was haben wir denn hier? Du gehörst ja gar nicht zum Team Galactic. Du bist doch noch ein Kind. Wenn wir die Energie vom Kraftwerk erhalten haben, oder dass wir mit der Energie vom Kraftwerk geschaffen haben, ist bereits in Weideburg. Ach, darum geht es gar nicht? Okay. Gott, ich erinnere mich gerade, was die bald in Weideburg machen. Das ist, ja. Das hat existiert in Pokémon. Also, wir haben die Arena. Wir haben das Outfit. Ich habe schon die Route abgeklappert von bis zum See der Stärke. See der Stärke? See des Mutes? Nee, See der Stärke ist im Norden. Und der See des Mutes, glaube ich. Und da können wir dann halt quasi jetzt durchlaufen. Weißt du was, Fischi? Du kommst jetzt mit mir mit. Du bist jetzt Artwork hinter mir herfliegen. Oh, Fischi. Schau, wie Fischi flapp flapp macht. Oh. Flapp 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 flapp. Jetzt spiele ich schon mit dem Steuerkreuz und es klappt trotzdem nicht richtig. Wie heißen die denn nochmal auf Deutsch? See der Weisheit? See des Mutes und See der Stärke, glaube ich. Oh, sorry, Kühnheit. Wahrheit und...
Stärke, ja. Also sind nicht auch irgendwie Valor und... Oh, was ist das? Parallel. Ja, sie hat ihren Schlüssel verloren an der Rezeption. Du Vollidiot. Wie ich diese Blockade im Spiel hasse, ne? Das 7-Sterne-Restaurant? Und hier ist doch dieses Pärchen, oder? Ah ne, guck, hier ist Oswin. Hallo Oswin. Peanut Bad Lull. Ah, ich bin der Projektleiter. Ich mag Gengar. Wundervoll. Was habe ich jetzt bitte gemacht? Und deshalb speichere ich alle 5 Sekunden. Falls das irgendjemand hinterfragt. Vella, Verity und Acuity. Entschuldigung, dass ich meine Pokémon-Spiele noch auf Deutsch spiele. Oh, jetzt müssen sie wieder da unten laufen. Hier ist nur mit den Autoset. Den habe ich absichtlich deaktiviert. Weil ich will nicht, dass das Spiel irgendwann mal irgendwas übersaved, was ich nicht will, dass es übersaved werden soll. Pokémon ist dieses Spiel, bei dem Safe Scumming quasi zum Programm gehört. Von daher lasse ich mir gar nicht erst entreißen, wann ich das Spiel speichere und wann nicht. Ich denke schon daran, alle 5 Sekunden zu speichern. Oh. Boing, boing. Tut mir leid, wir haben schon eins im Team. Ich habe den Autosave ausgemacht, als ich angefangen habe, das Lake Duo zu fahren. Ja, genau das meine ich. Komm, ich meine, das Spiel wird schon nicht so dumm sein, nach dem Legendär-Pokémon direkt zu speichern. Ich meine, dafür musst du ein neues Gebiet gehen. Aber trotzdem. Ich denke mir halt so, hey. Ich könnte irgendwas Dummes machen. Und direkt weitergehen. Und dann wäre es halt weg. Pokémon? Nö. Willkommen, möchten Sie bei uns übernachten? Wir haben nichts mehr da, aber wir können Sie heilen. Gut, das hatte ich nötig. Ach, da unten steht mein Kakao. Nach den wichtigsten Kämpfen wird gespeichert. Wird auch nach den legendären Pokémon gespeichert? Wie zum Geil habe ich es hinbekommen, das P mit einem C zu vertauschen? Keine Ahnung, aber ich habe trotzdem gelesen. Nein. Jetzt nicht. Nein. Silu, aus. Wie funktioniert dieses dumme Itemradar? Ja, das meine ich. Und dann fängst du die Dialga nicht und dann kickt der Autosave. Ich bin noch nicht bescheuert. Wie funktioniert das Itemradar? Ich werde blöd. Hä? Jetzt hängt's. Oder wie? Bist du ein Trainer? Ist mein Schwimmreifen nicht schön? Oh ja, der ist super knuffig. Ich wollte gerade fragen, sollten wir Schallelos fangen, aber dann fehlen wir auch. Ah, warte, wir haben ja schon ein Wasser-Pokémon.
Weil hier kriegen wir jetzt die blaue Form. Ich will ja, wenn überhaupt, nur die blaue Form. Schon richtig, wenn wir es in der Nähe sind, sieht man einen Punkt. Aber wieso bleibt dieses Pling manchmal da und manchmal nicht? Ich bin der Meinung, das Itemradar geht auch alleine los, wenn du nur in der Nähe von einem Item bist. War da gerade die Sternstufe im Hintergrund? Macht halt Sinn, im Original musstest du drauf rumtippern und im Remake ist das halt schlecht wegen der Steuerung. Da ist das halt nicht möglich. Von daher wäre es sinnvoll, wenn es von alleine anzeigt, wo etwas ist. Oh nein, ein Kratzer, es tut so weh. Auf jeden Fall, ich suche halt diesen einen Schlüssel von der Frau vom Hotel und ich bin der Meinung, mich zu erinnern, wo er war, aber ich finde ihn nicht. Ich kann mich nicht gut bewegen in dem Schwimmreifen. Dumm, scheiß nochmal. Es wäre sinnvoll. Oh mein Gott, man muss wirklich manuell darauf rumklickern. Okay, dann machen wir das gar nicht erst. Ich sag ja, ich weiß nicht, was die geraucht haben bei dem Remake, aber irgendwas. Oh mein Gott, Dr. Schrittritt, ich bin so bereit. Und die Trainerin da oben hat auch die beste Zeit ihres Lebens gerade. Ah, wenn ich die Fußspuren eines Pokémon sehe, kann ich sofort erkennen, was es gerade denkt. Glaubst du mir nicht? Lass doch einen Shelterra hier laufen. Warum können sie das jetzt nicht zeigen? Wir haben die Modelle aller Pokémon hier. Nee, gewählte Pokémon haben kein gutes Bild von uns. Die waren an der Seite von Menschenreisen. Sie werfen uns vor, wir hätten unsere wilde Natur vergessen. Aber das stimmt nicht. Noch keinen Trainer getroffen, der ihnen eine so gute Freundin ist wie Irina mit mir. Oh, wie süß. Das geht eben im Kopf vor. Kriege ich kein Band dafür? Ohne Scheiß! Spurt nochmal zurück. Die Trainerin, bevor wir in das Haus gegangen sind, die Trainerin ist schräg gegen den Berg gelaufen. Ich habe es genau gesehen. Ich wollte es nicht klippen, aber ich könnte es in der Aufzeichnung sehen. Und sie haben ja auch Sachen verändert. Sie haben Pipi verändert, also hier, sie haben Feentyp eingeführt. Sie haben den EP-Teiler eingeführt. Sie haben ja Sachen angepasst, aber dann so Sachen wie, dass man den Status überprüfen kann. Oder halt so sinnvolles Zeug. Oder Platin-Content. Ich sag nochmal, Heart Gold und Soul Silver sind auch Gold und Silber Remakes und haben trotzdem 90% des Kristall-Contents. Nämlich den Suicune-Kampf, Eusin, den Trainerturm, der sogar die Kampfzone ist. Damals hat Game Freak einfach noch gekehrt. Oder Gleisor. Redest du von... Also Gleisor, meinst du... Die Entwicklung von Skorgla. Skorgo. Dafür braucht man noch ein bestimmtes Item und nach... Diesem großen Cliff ist irgendwas, aber ich kann da nicht hoch. Okay, was ist denn mit Gleisor, also mit Skorgo? Hat's was mit der Entwicklung zu tun? Ich weiß nur noch irgendwie eine bestimmte Klaue nach. Wieso haben wir eigentlich wieder... Leute, ich merke gerade, wir haben viel Lu wieder draußen, einfach weil es nicht gespeichert wurde, dass ich Pinion ausgepackt habe. So, jetzt speichern wir, dass ich Finn jetzt draußen habe. Man kriegt Liger vor der Liga. Kannst aber erst ein Postgame entwickeln. F. Das ist F. Ich meine, technisch gesehen kannst du dir eins tauschen.
Also du kannst das Item ertauschen. Aber beschissen finde ich es halt trotzdem. Leute, man hört jeden einzelnen Knopfdruck bei mir. Hört man das? Ich habe nämlich Ausschlag auf dem Mikrofon, wenn ich einen Knopf drücke. Läufst du am Strand durch den Sand, hinterlässt du Fußspuren. In Gen 3 war das noch was Neues. Ah, man hört etwas, okay. Ein bisschen Smash Bros. ASMR. Die Freundin eines Bruders ist die Wellnessfrau Schleide. Die beiden haben immer ihre Pokémon dabei, wenn sie etwas unternehmen. Wie schön. Hallo, ich möchte dein Pokémon ansehen. Vielleicht ist es ja eine Schale würdig. Verstehe, das ist nicht ganz, was mir oft hatte. Ich möchte dich nicht anlügen, aber da sage ich dir auch. Daher sage ich, ist sie offen ins Gesicht. Dein Pokémon ist echt nicht so toll. Gib ihm mehr Knusper. Mann, ist das nervt töten. Was willst du denn? Ein kleines Bein mit gerade mal 3 Ohren. Jemand. So jemand lässt sich mit Team Galactic garantiert nicht dazwischen. Wir haben Wichtiges zu tun. Lass ich das Ding jetzt am besten hochgehen. ein Bombenjog für Team Galactic. Oh mein Gott, schaffen wir noch die fünfte Arena? Die vierte? Die schaffen wir doch locker. So habe ich mir das vorgestellt. Einfach Schlag auf Schlag, Arena hinter Arena. Aber das sechste Teammitglied habe ich immer noch überlebt. Ich liebe dieses Rätsel, okay? Aber ich bin ganz ehrlich, Metatron muss wieder raus. Und Phineas braucht noch ein Item. Vielleicht haben wir ein Item für dich. So, was haben wir denn hier Schönes? Nee, kein Schrägraus, kein ovaler Stein, keine Fausttafel. Tatsächlich gerade nichts, eventuell später die Frosttafel. Aber aktuell nichts, leider nichts Gutes. Kein Zauberwasser oder sowas. Oder Hackattack wäre ja auch super. Hallo, mein Kleiner. Ich habe hier nicht nur meinen Körper gestellt, sondern auch meinen Pokémon und meinen Geist. Dann lass knacken. Wie cool, in der Arena ist ja sogar das Wasser noch zu sehen. Warum steht er hier und macht nichts? Der Angler ist Swimming Pool. Wieso ging jetzt meine Attacke daneben? Und das Schmerz war einfach nur scheiße schnell. Oh ja, okay, Bodentyp. Okay, jetzt habe ich verstanden. Wie konnte ich das denn vergessen?
Ein Glück haben wir den perfekten Konter. Ich bin trotzdem der Meinung, dass man den nicht besiegen muss. Aber leider ist es sehr blöd, Trainer in der Arena zu skippen, weil sie könnten Pokémon haben, die man braucht für den Pokédex. Merlin, der Matrosen. Okay, jetzt ist aber perfekt für dich. Oh Gott, ich muss mich heilen. Hi Hisky, willkommen. Komm erstmal an, du hattest bestimmt einen anstrengenden Tag. Kreideschrei, das hatten wir doch schon mal. Kreideschrei ist nicht mein Stil. Nein, bist du des Wahnsinns? Vergiss doch nicht Kreideschrei. Vergiss doch nicht Schlitzer. Ich glaube, die Arenen sind nur Trainer von Pokémon. Ich meine, ja, das ergibt am meisten Sinn. Aber es wäre halt... Es würde mich halt nicht wundern, wenn es nicht so ist. Haha, den habe ich schon gemacht. Azuri ist so niedlich und es macht ein Quietsche-Entchen-Geräusch. Und es ist nicht vom Typ Wasser! Aber es wird trotzdem sterben. Es ist ein Baby-Pokémon. Es ist halt krass, Azuri ist quasi das OG-Baby-Pokémon. Zusammen mit Iso. Ja, okay. Togepi ist technisch gesehen das OG-Baby-Pokémon, aber ich meine, so ein geschuhhorntes Baby-Pokémon. Also wo die Entwicklung eine Generation später kommt. So, jetzt kommt der noch. Verdammt, ich komme nicht mehr zurück. Pichu. Ja, aber was ich eben meine ist, das Pokémon, was dann später dazu kam. Also, wo das Baby-Pokémon eine Generation später... Nee, du hast recht, Pichu. Verdammt. Wie kann ich... Ja, okay. Pichu, Kursilla und... Was rede ich eigentlich für einen Käse? Aber was ich immer noch blöd finde ist... Wir haben Magbrand und Elevoltik, aber wir haben keinen... Frossanas. Oder sowas. Ich will Frossania. Ich wette, sie haben es nur nicht gemacht wegen der Kontroverse um Frossana. Aber eigentlich sind die ein Trio.
Komm schon, Bahamut, was sagst du zu Frosanias? Oder zu Frosania? Stell dir vor, sie hat dann irgendwie so eine Eis-Axt oder sowas. Stell ich mir ziemlich vor. Obwohl, das wäre dann wieder zu sehr Digimon. Sie bekommen mehr Waffen. Und mehr Rüstung. Und mehr Waffen. Mit jeder Entwicklung. Ja, wie gesagt, eine Jinx-Entwicklung. Oder halt im Deutschen Frosania. Am besten, wir gehen halt noch mehr auf dieses. Sie sieht ja schon quasi aus wie diese Klischee-Opernsängerin. Warum nicht gleich noch einen draufsetzen? Ihr eine Waffe geben und noch mehr Ice-Type und. Rosanna ist ja Ice-Type, oder? Ja. Eis-Psycho. Glaubst du, man sollte mehr auf den Psychotyp gehen oder mehr auf den Eis-Typ? Weil ich wäre für den Eis-Typ. Einfach nur, weil dann das Dreieck mit Magma entsteht. Und also mit Magbrand und Eispsycho, ja genau. Ich glaube, deshalb zählt es vielleicht auch nicht dazu, weil es ein Dualtyp ist, aber wie gesagt, nimmt den Eispfeil und schon entsteht diese Dreierdynamik. Warmer Regen. Oh nein, ich hätte wechseln müssen. Und das ist ja echt wieder eine Menge los, ne? Ich hoffe, wir kriegen später noch die Partywebel zusammen. Vielleicht kommen die aber auch alle erst 21 Uhr. Ich meine, Keks kommt immer ein bisschen später. Immerhin kriegst du dann den besten Teil des Streams mit. Bleib auf jeden Fall dran, Bahamut. Vierer Mario Party. Es sollte mehr zum Typ Eis geben, wie du gesagt hast, aber Eis, aber statt Frosania als Name vielleicht sogar bis Franziska, ja, genau. Das sind auch stark. Dann haben wir zwar basically den einen Boss aus Kirby, aber ja, Franziska auch großartig. Bei Marinus. So, ich hoffe, du erinnerst dich noch, weil dein Gedächtnis ist ja eher ein Sieb. Öffnet er mit Velder oder mit einem Pokémon was? Oder mit Gyarados? Nee, er öffnet doch mit Morlord, kann es sein? Oder war das Teresa? Ich bin im Lurk. Ja, das ist lieb von dir. Aber ein bisschen Input wäre nicht schlecht, wenn man drum bitten darf. Du hast mich gerufen. Jo, willkommen, Keks. Okay, es war nur ein bisschen still, deshalb. Bahamut ist halt auch hart am Zocken. Bin mir nicht sicher. Ja, wir finden es einfach raus. Oh, guck mal, noch mehr Bären. Herrensiegenbären. Machst du bequem, Keks? Nach der Mario Party
Wir wissen noch nicht, wie lange. Nein, ich will keine Beeren pflanzen. Ein oder zwei Runden mit vier Leuten. Ich bin sehr gespannt. Sorry, zurück in die Arena. Hilfe, wo ist die Arena? Ah, okay, hier ist die Arena. Ja, jetzt suche ich mir noch was zu essen, dann bin ich voll dabei. Kein Problem. Solange du spätestens 21 hier bist. Ich weiß tatsächlich nicht, ob du sie gerufen hast. Aber vielleicht meinte sie mich und hat aus Versehen dich getaggt. Wer weiß. Habe ich mich jetzt geheilt oder nicht? Ja, okay, habe ich. Ich werde jetzt mit Magneton openen. Es wird mich schon nicht umbringen, sagen wir es mal so. Zur Not machen wir immer noch die Strategie. Aufpowern, wegflexen. Da wird jetzt nicht so viel schief gehen bei. Hallo, lauf halt vorbei. Das haben frühere Pokémon-Remakes auch besser gemacht. Wenn du auf dem Grid läufst, läufst du auf dem Grid. Aber wenn ich jetzt vom Grid runterlaufe, wenn ich zu früh hochdrücke, dann laufe ich vom Grid runter. Das ist echt super weird. Ich meine, jetzt hat es geklappt, aber wenn ich halt so ein bisschen später, jetzt stehe ich genau zwischen dem Grid. Gott, wie riesig er einfach ist. Holy shit. Willkommen, ich werde nicht so oft herausgefordert. Bald wirst du meine Stärke kennenlernen, die Stärke des Arenaleiters von Weideburg. Ganz genau, ich bin Wellenbrecher Marinos. Meine Wasser-Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen dich dann runter in die Tiefe. Und der Sieg wird unser sein. Los, bringen wir es hinter uns. Oh yeah. Ah, okay, Gyarados, perfekt. Das spielt mir direkt in die Karten. So, Rang Nummer 1. Ich sehe direkt mit Incineroar Ring. Ja, absolut. Marinos war der originale Mask Royale. Jetzt kommt Morlord. It's Quagsire! Quagsire! Deine Elektroattacken sind wirkungslos. Es gibt dieses eine Emote auf Twitch, ne? Und ich denke dieses. Und ich denke jedes Mal, ist das Morlord? Soll das Morlord sein? Ich finde, das sieht aus wie Morlord. So guckt Morlord einfach, wenn ich es gleich wegmache. Ich sehe es nicht.
Du siehst jetzt, ach doch, das Emote sieht man. Schau doch zumindest ins Video. Dort müsste man es auch sehen. Oder siehst du nicht, dass es Morlord sein soll? Ist doch offensichtlich, dass es Morlord sein soll. Das heißt halt D-Doppelpunkt. Lebensschuss platschen. Oh nein! Der senkt meine Genauigkeit! Ach nee, der senkt meine Genauigkeit. Ah, okay, der senkt nur meine Initiative. Das ist mir egal. Ich hab einen fucking Flinkklaue. Von daher. Mach was du willst mit meiner Initiative, aber lass meine Genauigkeit in Ruhe. Das ist alles. Ja, das steht bei mir im Chat. Und ich finde, das sieht aus wie Morlord. Das sieht aus wie ein Morlord. Oh nein, Siedewasser. Oh, nicht schön. Ich bin gewillt, diesen Feuerheiler einzusetzen. Weil das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist eine Angriffsniederung. Also bei mir wird das immer angezeigt im Stream. Vielleicht hast du nicht bei der Twitch TV oder so. Aber ich bin der Meinung, das ist ein Standard-Emote von Twitch. Von daher eventuell die App checken. Ich kann dir auch später raussuchen, wie das aussieht. Jetzt muss ich mich heilen. Oh, verdammt, ich habe mich überkauft. Das ist natürlich zuerst die Milch. Und dann den Feuerheiler. Ah, perfekt, er hat mich nämlich nochmal verbrannt. Hallo, geht's jetzt mal weiter? Was war das für eine awkward Pause schon wieder? Ich habe keinen Feuerheiler, okay. Dann muss der Angriff ausreichen. Die Uhr tickt. Ich meine, ich sehe es hier in der Aufnahme. Im Chat wird es nur nicht als Emote angezeigt. Ja, ich verstehe. Wird schon reichen. Ach, Morlock ist schon ein super Pokémon. Irgendwann habe ich auch mal eins im Team. Oh ja, es war ein guter Zug. Und hier kriegen wir die Sticker von Finion. Ich sehe es schon. Flinkklaue! Scheiß auf die Initiative. Ich bin eh eine Schildkröte. Was, das sind wir schon? Ich will mehr, ich will noch mehr kämpfen. Die Strömung muss mich nach unten gezogen haben, aber der Kampf mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier, das hast du dir verdient. Kloink. Der Fanorden. Der Fanorden ermöglicht es dir, die VM-Attacke auflockern, über deinen Pogacar zu verwenden. Hier ist eine besondere Belohnung. Du und dein Pokémon habt euch dieses Zeichen meiner Anerkennung redlich verdient. Hey. TN55 Lake, das wird sowas von auf links. Ach so, wegen Franziska. Ja, aber so haben wir ein Pokémon benannt. TN55 beinhaltet die TM Lake. Sie fügt doppelten Schaden zu, wenn der Gegner weniger als die Hälfte seiner KP besitzt. Damit kannst du Kämpfe effektiv beenden.
Und als Kind dachte ich, die Attacke wird Lake ausgesprochen. Ja, nee. Beziehungsweise ich dachte erst, hahaha, im Anime sagen sie Lake, ist ja dumm. Aber dann fiel mir auch, dass es eine Salzlake ist, die der Wunde mehr Schaden zufügt, weil wegen Salz und so. Und dann war ich ganz still. Aber genug davon, Zeit für Beikapseln. So, wir haben neue Blubberbläschen. Luftblasen pink. Luftblasen blau. Dann haben wir nochmal Musiknoten. Immer so und so. Oder machen wir eher so und so. Und jetzt noch irgendwas. Ein Hauch von Kälte. Und ein Sparkle. Ein kleiner blauer Sparkle. Nein, warte. Ein blauer Sparkle. Dort ein blauer Sparkle. Und auf diese Seite noch ein Glitzersternchen. Okay, perfekt. Sehr gut, Phineas. Damit gehörst du offiziell zum Team. Eventuell gucken wir jetzt noch ins Großmoor Weideburg. Mal gucken, ob das immer noch so scheiße ist wie früher. So, wir kommen im Großmoor. Du kannst für 50 Pokédollar Pokémon fahren. Bist du dabei? Oha, Safari-Welle. So. Wie ist das? Gibt's hier die Schritte? Oder wie? Also geht's wieder nach Schritten? Ja, okay, es ist hier ein bisschen anders gelöst. Und ich habe halt auch noch keinen Surfer. Von daher. Ich weiß übrigens aus dem letzten Candy Eevee Video, dass das Azuga tatsächlich das seltenste Pokémon in der Safari-Zone ist in Höhen. Nicht in Höhen. Okay, weißt du was? Versuchen wir Felino zu fangen. Felino! Sei mein! Das war einfach. Versuchen wir einfach so viele Pokémon zu fangen wie möglich. Ach ja, ich wollte... Gott, ich hatte das Großmoor Weideburg genau wegen so einer Scheiße. So. Pionscora! Snaggen. Tsching. Hey. Ist Schlamm. Ey, was bist du denn so aggressiv? Du warst eh uncool. Ja, okay, noch ein Felino brauche ich jetzt aber echt nicht. Ich hab gesagt, ich brauche kein Felino. Der legendäre Barrel. Weißt du was hier? Friss den Safari-Ball. Okay, ein kleiner Teil von mir möchte das Vieh jetzt Hartz IV nennen, einfach weil es arbeitslos ist in der Generation.
aber ich mach das nicht, weil ich gebe keine Spitznamen an Pokémon, die ich nicht benutze. Ja, natürlich kann man die behalten, aber sie fliehen halt so blöd. Ich finde es zwar cool, dass es hier einen Zug gibt, aber es ist so... Gott, wer auch immer sich die Idee gedacht hat, oh, lass mal einen Matsch machen als Untergrund. Harfi, Harfi ist auch ein guter Name. Der Zug ist cute und so, aber... Boah, ey. Ich mag diese Safari-Zone halt am wenigsten, ne? Noch ein Felino. Die besten Safari-Zone hatte irgendwie noch Gold und Hardgold und Soulsilver. Hatte die beste Safari-Zone. Die konntest du selber zusammenstellen und dir da Labyrinthe bauen. Oh Gott, Meryl, los. Snake that Meryl. Stellt euch einfach eine Kakaose und eine Pina vor. Übrigens zu der Frage, warum es noch keinen Relive-Stream gibt. Den Relive-Stream gibt es, soweit ich einen hübschen Hintergrund habe. Weil ich bin noch komplett im Aufbau. Ich habe heute erst mein Sofa zusammengebaut von IKEA. Boah, dieses Sofa war auch eine Horror-Story, ne? So, ich habe zwar schon auf Twitter gepostet, aber egal. Sofa sollte kommen von 8 bis 18 Uhr. Es gibt hier Noctu? Okay. Den will ich sowas von haben. Auf jeden Fall 8 bis 18 Uhr. Um 18 Uhr oder um kurz vor 18 Uhr kriege ich dann einen Anruf. Ja, wir sind in einer halben Stunde da. So, anderthalb Stunden später hat es dann geklingelt. Dazu muss man jetzt auch sagen, ich bin da noch raus mit meiner Mutter und habe mich da hingestellt, um den Wagen abzufangen, weil die uns im IKEA-Laden noch... Sie haben uns noch halt extra darauf hingewiesen, dass sie sich nicht ins Parkverbot stellen und dass sie, wenn sie nicht hinfinden, dann riskieren sie kein Parkverbot und keine Ahnung. Und das war alles super. Wieso kann ich hier nicht speichern? Was ist das für ein Scheiß? Früher konnte man hier auch speichern. Was ist, wenn jetzt meine Software abstürzt? Auf jeden Fall, dann haben wir uns halt raus in die Kälte gestellt für 50 Minuten, kommen wieder rein. Vielleicht bin ich deshalb auch ein bisschen verschnupft. Oh yes, Honig. Aber auf jeden Fall, hinter meiner Wand ist halt noch nichts, da stehen auch noch Pappkartons. Und ich würde da gerne ein paar hübsche Sachen aufhängen für den Stream. Und des Weiteren habe ich gerade so ein richtig... Ich habe nur eine Hautirritation im Gesicht, die finde ich gerade echt nicht so geil, deshalb, das würde ich euch gerne ersparen. Eventuell machen wir es nächsten Freitag. Ich habe auch extra hübsche bunte Beleuchtung. Nur für euch und für mich. Damit machen wir uns dann einen cozy Regenbogenabend. Am liebsten würde ich das Ding per App steuern, aber irgendwie ist mein Handy nicht kompatibel damit. Jo, wir fahren uns Morlord. Hey Morlord. Crispball. Ich wollte eigentlich Matsch werfen, aber Crispball. Ja, man hört noch nicht alles ausgepackt. Das komme ich auf jeden Fall noch.
Und ich will auch noch meine Sammlung, ich will hier vor allem, wenn wir Face-Reveal machen, ich will auch quasi gleichzeitig möchte ich dann auch noch Roomtour machen. Und Roomtour möchte ich machen mit dem Mario Kart Live Auto. Also, dass wir damit ein bisschen rumfahren in der Wohnung. So, das war die Safari-Zone. Wir haben noch 12 Minuten. Ich werde wahrscheinlich die Route nach links privat abklappern. Und jetzt treiben wir kurz die Handlung voran. Damit ich hier noch safe lang gehen kann. Ich glaube, das war hier. Kann ich mir gar nicht vorstellen, aber bin gespannt drauf. Ja, das wird super. Aber wo ist denn dieser Blödi? Hier müsste doch so ein Galaktik-Dude sein. Das ist total dumm. Du musst ihn ansprechen, dann läuft er weg. Und dann musst du ihn hier nochmal ansprechen. Und dann kannst du irgendwie erst zum See. Ja, genau, der jetzt. Ach, endlich ist das Paket aus der Lagerhalle von Schleide angekommen. Jetzt wie... Nicht wie ab zum See damit. Eine sehr wichtige Mission. Da sagen wir jetzt keine Option. Im Großmoor gibt es so viele Störfaktoren. Davon darf ich mich nicht ablenken lassen. Hä? Hey, du hast meine Selbstgespräche gerade belauscht. Los, gib's zu. Wäre ich nicht so in Eile, würde ich mein Pokémon benutzen, um dir die Ohren lang zu ziehen. Ich bin auf meinem Weg zum See, aber ich habe keine Zeit für dich. Vergiss nicht, wage jetzt nicht mehr zu folgen, verstanden? Bleib genau hier. Wir werden ihn verfolgen, oder? Sehr intelligentes Gespräch. Psst. Hä? Lass mich in Ruhe. Wenn unser Experiment gelingt, wird unser Boss in der Lage sein, die ideale Welt zu erschaffen. Wenn ich in Sicherheit... Ich werde jetzt sicher nicht meine Zeit mit dir verschwenden. Also bleib gefälligst, wo du bist und lauf mir bloß nicht hinterher. Das ist Phineas. Ups. Hey, ich habe das Gefühl, wir rennen immer ineinander, wenn wir uns treffen. Ist das nicht echt mit Absicht? Ich, hä? Wie geht's dir? Du nimmst mir gerade deine Pokémon, was? Lass mich testen, wie stark ihr seid. Oh, habe ich, bin ich geil? Ich hoffe, ich bin geheilt. Wieso hat er nur ein starrer Lili? Ich dachte, er müsste schon mindestens starrer Bier haben. Aber ich meinte, er müsste schon die Entwicklung haben. Ich meine, wir sind beim vierten Orden. Da hat man doch normalerweise schon die zweite Stufe. Ah, shit, wir haben noch die Verbrennung. Mann, ich wollte wechseln. Ja, jetzt können wir es vergessen. Ja, dann opfer dich. Ich bin der Meinung, der hatte das starke Lili schon am Anfang gespielt. Okay, raus mit dir. Welchen Level ist der? 31. Das wird Phineas nicht schaffen? Aber wir können es mit Regentanz versuchen. Oh, mal schauen. Versuchen wir Regentanz, eventuell eine Heilung. Und kein One-Hit? Mein Problem ist halt, die Para muss greifen. Und bis 21 Uhr müssen wir halt auch fertig sein. Oh, wir haben eine Geheimwaffe, fällt mir gerade auf. Wir haben eine Shell-Terra. Ach, das ist doch doof. Dann greift doch jetzt endlich an. Oh mein Gott, Glück! Okay, das würde ihn nicht umbringen. Okay, weißt du was? Weg mit dem Vieh. Weg mit Phineas. Bonsai geht raus. Bonsai ist schon verbrannt. Es könnte kritisch werden. Aber wir haben den Bodentyp. Und vor allem haben wir Erdbeben.
Und so wird er schon gar keinen Blumentopf gewinnen. Aber ich find's cool, dass er die ganzen Items benutzt. Daran erinnere ich mich nicht, dass der das in Diamant und Perl gemacht hat. So, sei bitte schneller. Jo. Muss es nur hinhauen mit dem Angriffswert. Ich bin halt leider verbrannt. Okay. Panpyro ist keine Gefahr mehr. Und damit erhalten wir Erfahrungspunkte. Achso, wir haben Pelino mitgenommen. Cool. Aquavelle ist definitiv besser als Aquaknarre. 1, 2 HP rein. Und Phineas hat Aquaknarre vergessen. So, Bamelin, du kannst wieder weg. Oh, du bist halt genauso geschwächt, ne? Sollen wir es eigentlich drauf anlegen und uns Magnezone so früh wie möglich holen? Oder soll ich es quasi natürlich geschehen lassen? Also sprich, erst wenn wir wirklich lange im Kraterberg verbringen und eine Gelegenheit entsteht, ein Level up. Pokus in der wäre gerade gut. Ja, ich hatte irgendwie vergessen, mich zu heilen nach dem Kampf gegen... Ich weiß gar nicht mehr, was uns verbrannt hat, aber irgendwas hat uns verbrannt. Ach ja, das Siedewasser. Aber mittlerweile sehe ich keine Gefahr mehr. Panpyro war halt... Wir haben eine ziemlich krasse Feuerschwäche, die wir jetzt langsam ausgleichen durch Shelterras Erdbeben und eben durch Phineas. Und Roselia nehmen wir auch durch Master Skull. So wie immer. Nicht, dass du Pokémon gut trainiert hast. So, war's das jetzt? Na gut. Ich sehe, wir nähern uns langsam aber sicher 21 Uhr. Wann spielt ihr eigentlich Mario Party? Oder aber wann spielen wir mit? Ja, eben um 21. Achso. Pelino. Nein, wir haben einen Warlord. Bei Mario Party spielt mit Anju, also Zantobot, Jensu Kase und Real Neko. Neko Girl? Neko? Was mit Real Neko? Na gut, vielleicht bist du bei unserem letzten Kampf tatsächlich etwas stärker geworden. Aber da hast du mich echt auf dem falschen Fuß erwischt. Nur so kann ich mir eine Niederlage erklären. Sag mal, was war eigentlich mit dem komischen Typen von Galaktik eben? Ich weiß ja nicht, was er vorhatte, aber an deiner Stelle würde ich ihm folgen. Yes. Wir folgen. Die 5 Minuten haben wir dann noch. Nur damit dieser Arc hier so ein bisschen abgeschlossen ist. Folgen wir ihm mal eben schnell noch die 5 Meter. Ich hoffe, der fordert mich jetzt nicht zum Kampf raus. Ha, um das wiederherzustellen, mussten wir dem Windkraftwerk Energie klauen. Nur einem wissenschaftlichen Genie wie unserem Boss konnte dieser Kuh gelingen. Huch! Du hast mein viel zu lautes Selbstgespräch ganz reich belauscht. Du bist vielleicht eine Nervensäge. Das viele Rennen hat mich allerdings total geschlaucht. Ein Kampf würde ich also nicht mit dir liefern, das kannst du vergessen. Gott, wie lange denn noch? Ja. Ich kann auch kämpfen. Das hatte ich befürchtet. Oh, verflucht seist du, Larissa. Ich werde um 21 Uhr sind eh noch nicht alle da. Ich meine, wir reden hier von Leuten.
Ich komme immer zu spät. Außer ich bin immer überpünktlich. Außer wenn ich nicht bin. Soll ich Phineas Level abgleichen? Eventuell offscreen? Also so Solo-Training machen? Immerhin kriegen wir jetzt noch Heilung hier. Ich weiß halt nicht, wo es hin. Ich warte noch auf diesen gewissen... Auf diesen Finale, auf diesen gewissen Knall, wenn ihr versteht, was ich meine. Zwinker. Fischi fliegt. Ist euch aufgefallen, dass sein Schwanz aussieht wie ein Schmetterling? Bist du jetzt mal fertig? Hey, warum renne ich überhaupt so wild durch die Gegend? Das neue Universum. Von dem Boss, was hätte ich das? Ah, ich bekomme richtig Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Gut, dass wir das hier haben. Hä? Du hast viel zu laut selbst schon wieder belauscht. Du bist eine Nervensäge. Ich werde... Ja, was auch immer. Bis dann. Bruder. Auf dem Climax der Verfolgung. Alter, ich werde dich nicht in zwei Minuten besiegen. Du bist immer noch hier. Das war keine andere Wahl. Ich werde dich jetzt besiegen. Alter, wie ich schaffe das jetzt nicht in 2 Minuten. Ach, okay, der hat einen Pokémon, das soll ja werden. Der wird easy peasy. Limonenquetschi. Bringen Sie es zur Strecke! Das ist eine der seltsamsten Stellen in Pokémon Diamant und Perl. Ach man, wäre ich nicht gerannt, dann hätte ich härter kämpfen können. Das ist kompletter Käse, aber macht hier nichts draus. Ich kann nicht mehr kämpfen, ich falle aus dem letzten Loch. Das muss ich dem Commander bringen. Ach, ein Jammer, dass ich nicht am See einwippen konnte. Bis dann. Hey du. Oh, hallo, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Ich bin eigentlich hier, um mehr über die alten Legenden herauszufinden, die sich um den See rankt. Aber der See scheint momentan für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Weißt du, von welcher Legende ich spreche? Sie handelt von einem rätselhaften Pokémon, das sich auf einer Insel in der Mitte des Sees aufhalten soll. Laut der Legende ist es Menschen nicht gestattet, den Ort zu betreten, an dem es lebt. Aber jetzt mal was ganz anderes. Hast du die Enton auf Route 110 gesehen? Ja. Weißt du, wovon ich spreche? Auf Route 110 gibt es doch dieses Café. Gleich in der Nähe treiben sich Oswins herum, die sich den Kopf mit ihren Händen halten. Ich dachte, dass du ihnen diese Medizin verabreichen könntest. Vielleicht hilft das ja. Du arbeitest jetzt schließlich an deinem Pokédex. Das lohnt sich bestimmt. Das ist der gottverdammte Geheimtrank, wenn ich bitten darf. Als ich jünger war, bin ich auch mit einem Pokédex auf Abenteuerreise gegangen. Ich hoffe, dass du irgendwann mal wirklich jedes Pokémon da draußen sehen kannst. Vielleicht schafft es ja sogar, das Geheimnis des rätselhaften Pokémons zu lüften. Ich muss jetzt los. Bis bald mal. Okay, ich bin komplett überfragt. Wieso macht es nicht Bumm? Den See schützen. Müssen den See schützen. Ich bin der Meinung, es macht hier Bumm. Ich meine, Cynthia ist schon... Die Sache ist, wir sind halt 10, okay? Cynthia ist wahrscheinlich gerade so 25 oder so. Also wie ich jetzt gerade. So. Und ich merke gerade, wir sind jetzt auch bereit. Das heißt, Pokémon ist dementsprechend...